Es ist übrigens eure Schuld, dass ich meine Zeche nicht zahlen kann. Ich hätte eigentlich nie wieder hierher zurückkommen sollen. 20 Jahre lang wusste ich genau, was das Schicksal für mich bereithält. Und dann habt ihr... Verdammt nochmal. Ich dachte, ich wüsste, wie mein Leben verläuft. Das kommt davon, wenn man sich zu sehr auf Sachen verlässt, die einem erzählt werden. Also der hat ja jetzt 20 Jahre lang gesehen, dass er da unten sterben wird. Und dann hat er wahrscheinlich genauso gelebt, dass er nach dem Tag nichts mehr hat. Und so dachte Motto YOLO. Aber das ist, hier sieht man, YOLO funktioniert nicht. Also mach das nicht, das ist dumm. Also ich hab's nicht böse gemeint. Tut mir leid, dass ich dich gerettet hab. Wird nicht mehr vorkommen. Ich weiß, es ist nur... Ich war nicht immer der Mann, der ich heute bin. In meiner Jugend war ich ein bedeutender Krieger. Ich habe gegen Bestien so groß wie Bäume gekämpft und wurde von Sterblichen und Feien gleichermaßen umjubelt. Als ich dann bei den Schicksalswebern aufgenommen wurde, dachte ich, es sei eine Belohnung für meine guten Taten. Doch als ich zum ersten Mal mein Schicksal erblickte, wurde mir klar, dass es nichts weiter ist als ein Fluch. Was habt ihr gesehen? Meinen eigenen Tod natürlich. Doch es war nicht der eines Helden, wie ich es mir immer erträumt hatte. Ich würde allein und unbekannt sterben, getötet von einem Ettin und zu Eintopf verarbeitet. Es war ein schreckliches Ende. Aber ich wusste, es war Teil des größeren Plans des Schicksals. Doch dann kamt ihr und habt diese Zukunft verändert. Ihr habt mir meinen Platz im Gewebe gestohlen. Ich hatte meinen Frieden damit gemacht, das Schlimmste zu wissen. Doch was soll ich nun tun, wo nichts mehr gewiss ist? Ich habe ihm seinen Platz nicht gestohlen, sonst wäre ich jetzt ein Topf. Ihr könnt noch ein Held sein, Vollidiot. Ihr habt recht. Meine ruhmreichen Tage müssen noch nicht vorüber sein. Und solange ich in eurer Nähe bin, weiß ich nicht, wie meine Geschichte enden wird. Ich muss also dafür sorgen, dass euch nichts geschieht. Vielleicht ist euch dieses alte Schmuckstück aus meiner Jugend ja eine Hilfe. Immerhin schulde ich euch nicht nur mein Leben. Ich schulde euch meine Zukunft. Erhalten Ring der Ausbesserung. Ich guck mal später, was der mir bringt. Habt ihr die Tuata gefunden? Hört mal, ich habe einst die Jett von Afgrun in einer mondlosen Nacht allein durch ihren Geruch gefunden. Feien hin oder her, diese Tuata hätte ich selbst nüchtern noch aufspüren können. Sie haben sich in einer Höhle nördlich des Dorfes niedergelassen und sie haben dort eine Möglichkeit, euren Aufenthaltsort durch Wahrsagerei zu ermitteln. Deshalb haben sie euch so leicht gefunden. Ich habe einen Plan, aber er funktioniert nur, wenn wir ihn gemeinsam umsetzen. Ich hätte auch einen Plan. Reingehen, tot machen, rausgehen. Habt ihr noch etwas herausgefunden? Diese Soldaten wurden nur zu einem Zweck entsandt. Um euch aufzuspüren und dafür zu sorgen, dass ihr tot bleibt. Alles andere, der Quell, Aden, Hughes, waren nur Mittel zum Zweck. Sie nutzen etwas ziemlich Großes, um euch aufzuspüren. Sie nennen es die Augen Tirnos. Wenn ihr diese zerstört, werden sie aufhören, euch zu verfolgen. Der Haupteingang wird schwer bewacht und erfordert einen heftigen Angriff. Der andere Weg ist voller Fallen. Dort ist ein etwas subtileres Vorgehen angebracht. Wir prügeln uns da durch. Wir prügeln uns da durch. Guck mal kurz auf die Uhr. 2. Gut. Bin in den Vordereingang. Ganz klar. Ganz klar. Wir prügeln uns da konkret durch. Gradlinig und direkt. Das nenne ich eine Kriegerin nach meinem Geschmack. Ich übernehme die Rückseite und sorge dafür, dass niemand entkommt, um wem auch immer Bericht zu erstatten. Suchen wir uns ein wenig Ärger. Das klingt doch genau... Nach dem Mann, den ich gerettet habe. Dem alten Säufer, der sich nur auf sein Schicksal verlassen hat. Muss ich mir jetzt wirklich folgen? Scheint so. Wir könnten ein paar Wachen mitnehmen. Und das jetzt. Hallo? Gut. Wir könnten ein paar Wachen mitnehmen, weil dann wäre der Eingang vorne vielleicht ein bisschen einfacher. Der wird jetzt erstmal ernsthaft mit Bargeld prügeln. So, mal den mal fertig. Der geht ja hoffentlich auf den anderen. Soll der Bargeist einfach auf uns gehen, ne? Sein Schwert ist schwach. Aber es sieht geil aus.
Generell machen aber NPCs in diesem Spiel irgendwie keinen Damage. Wow, wow, wow. Ruckel, ruckel, ruckel. Da haben wir Ruinen. Da sind gerade Pilze despawned. Cool. Also eher uncool, aber gut. Da rennt ein Bockart rum. Ein Bockart. Bockart. Lauf, ich bin genau hinter dir. Kannst du schon mal vorgehen? Du wirst mich nicht vermissen. Was ruckelt das immer noch? Ich wollte es unkommentiert lassen, es tut mir leid. Aber ich kann es eben nicht ignorieren. Bin nämlich einfach so. Zwei Bären. Okay. Ich bin qualitätsverliebt. Bären waren auch mal schwerer. Bären waren auch mal schwerer. Sind wir overpowered? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal da rein. Wollt ihr nicht hinten lang gehen? Das hier ist der Vordereingang. Ihr werdet auf ihre stärksten Wachen treffen, also haltet euch nicht mit Feinheiten auf. Findet ihren Wahrsagespiegel und zerstört ihn. Ich schleiche mich von hinten rein und sorge dafür, dass niemand entkommt. Hi, Chef. Viel Glück. Inventar. Haben wir noch genug Platz? Halt die Klappe. Wir gehen mal rein. Wir prügeln uns da jetzt komplett durch. Durch die stärksten Wachen, die sie uns entgegenstellen. So, gerade mal gucken. Loot haben wir hier schon mal noch keinen. Vielleicht kriegen wir jetzt eigentlich mal ordentliche Rüstung. Also, einen Helm mit Lebensregeneration, nenne ich um den letzten. Die stärksten Wachen, die sie uns entgegenzusetzen haben, rennen gerade vor uns weg. Aber gut, gut, gut. Vielleicht stellen sie eine Falle auf. Die rennen einfach permanent weg. Die rennen permanent weg. Ah, Bogenschützen, zu denen ich laufen muss. Das klingt doch mal sehr gut. Muss ich jetzt einfach den Bogen nehmen? Gut. Waffen, sekundär, Bogen. So. Accessoires, was bringt denn dieser komische Ring der Ausbesserung? Blutungsresistenz. Weißt du? Das sind dann wieder die Liebsten. Was haben wir hier noch für Gegenstände? Ach, sterbliche Überreste. Ja, das ist normale. So, Chef. Ich wollte eigentlich den Fernangreifer mal angreifen, aber gut. Dann ignorieren wir die Fernkämpfer mal ein bisschen. Tuata Angreifer, machen wir den Damage? Auf jeden Fall machen die uns Damage, und zwar nicht wenig. Ja, wir machen den Damage. Au, au. Aua. Ruhe jetzt mal hier. Sterb. Du auch. Hallo? Ne. So. Stirb. Stirb. Gut. Ich mag Bogenduelle nicht. Da ist doch noch ein Gegner. Ja, super. Erfolgreich. Ich werde dem wahrscheinlich einfach nur ein Spell überwerfen, dann war's das. Ja, super. Sag mal nicht, die spawnen hier dauerhaft. Tuata-Angreifer noch. Heldenhaft. Werden wir von Bogenschützen aus der Ferne angegriffen. Und das ist ja auch so schwer. Ich zittere einfach vor der Macht von diesen Tuata. Ja, ich fordere das Schicksal heraus, und zwar euch. Wenn ihr das Schicksal seid, dann fordere ich euch heraus. Und wenn ihr das Schicksal nicht seid, dann geht mir aus dem... Ist der gerade respawned? Sind die denn verarschen? Respawnende Gegner? So. Wenn hier Gegner die ganze Zeit respawnen, dann werde ich sauer. Plündern Truhe. Edle Leinenruhe brauche ich nicht. Kappen der Lähmung, Napolsborke. Ja, alles ganz schön hier. Alles schön. Weißt du, bauen ihr Lager in so einer komischen Höhle auf. Ein Azurithammer. 100 Goldmünzen. Wundervoll. Die Framerate, die spielt mir ja nicht mit. Ich wollte es unkommentiert lassen, aber es geht einfach nicht. Ich bin ein eine Qualitätshure. Verdammt, ich kann das nicht unkommentiert stehen lassen. Ja, komm. Also Fernkämpfer wieder. Und dann wieder die Liebsten. Der hat auch einen Speer. Ich will auch einen Speer haben. Das ist kacke, wenn sogar der einen Speer haben kann. Aua. Oder nicht aua, die tun mir irgendwie nicht weh. Die tun mir nicht weh. Wow, wow, wow. Das war gerade irgendwie... Ich hatte Glück, dass der gestorben ist, weil...
Nicht Rüstung, Waffen, sekundär. Jetzt nehmen wir einfach mal hier, komm, das Stab, das kann ich mir noch nicht angucken. Jetzt mal wenigstens ein bisschen Flächendamage. Jetzt hat er gerade durch einen Bug den Stab so gehalten wie ein Schwert. Blitzschlitten, was ist das denn bitte? Ist das ein Hammer? Scheint ein Hammer zu sein, der ordentlich Damage macht. Ich will mir den mal angucken. Kleinen Moment. Inventar, Waffen, viel mehr. Ist ein Hammer. Wow, Mädels, wow. Aber wir bleiben bei unserem Großschwert. Das Großschwert ist cool. Hammer sind zu langsam. Großschwert ist langsam, Hammer ist sehr langsam. Und Beinpanzer der Legion. Nehme ich auch mal mit, einfach nur weil die gelb sind und scheint ein Set zu sein. Ich weiß gar nicht. Ach, die Schuhe wollten wir noch weglegen. Wie sehen die Beinpanzer aus? Sieht aber gut aus. Und das zeige ich jetzt. Den kann ich niemals anlegen. Das zeige ich jetzt nicht, weil da die Brüste frei sind, sondern einfach nur, weil die Beinpanzer wirklich gut aussehen. Beinpanzer der Legion. Vielleicht kriegen wir. Ich hätte gerne mal irgendein Set endlich mal fertig. Stahlstulpen kann man vergleichen. Bringt nichts. Unsere Stahlstulpen haben sehr, sehr viel Sockelplätze. Das heißt, wir könnten da mal gucken, ob wir da vielleicht Lebensregeneration reinkriegen, aber ich kenne mich mit dem Rumgesockel noch nicht aus. Und je öfter ich das erwähne, desto schlimmer wird es, weil wir immer mehr gute Sockel kriegen. Ja, komm. Ja, komm. Weißt du, sind dann die Liebsten hier. Fernkämpfer gegen Nahkämpfer. Und dann kriegen sie Angst, wenn man denen dann zu nahe kommt. Vollidioten. Als würde mich so ein paar Kisten aufhalten. Sag mal ehrlich. Ich bin schicksalslos. Wo geht's hier lang? Öffne Geheimtür. Oh, die hätte ich nie gefunden. Nie. Oh nein, bannen. Bannen, bannen. Aber zwei. So viel Truhen. Drei Truhen. Und eine zum. Nein, da wollte ich nicht untersuchen. Blunder, ja. Dann die da noch müssen wir bestimmt. Müssen wir nicht aufschließen. Also aufbrechen. Bannen schwer. Easy. Scholars Hammer weg. Goldmünze verbesserter moderner Stiel. Was sind Stiel? Stiel ist ja nicht, ist ja nicht die Klinge von einem Schwert. Stiel scheint von einem Hammer zu sein. Oh ja. Ich schluck auf. Hallo, du Tuata. Tuata! Tuatamole. Irgendwas wächst hier an der Wand. Mit komischen magischen Pflanzen schon wieder. War schon cool. 41 Gold, hier so eine komische Kappe. Haben wir hier noch ein bisschen Kappen. Da unten haben wir Duatta. Duatta-Mole. Da oben haben wir. Boah, vier Bogenschützen. Das wird ein heftiger Kampf gerade. Ich muss mich also erstmal durch die Backline fressen. Oder ich locke die Frontline einfach so an und mache die Frontline schon mal fertig, ohne dass die Backline nachrückt. Machen wir erstmal die Frontline. Die Backline ist ja jetzt außer Reichweite noch. Das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Und zwar wie das erste Mal, wo man Bogenschützen-Battle gemacht hat. So irgendwie wirkt der Raum gerade. Ihr habt ja die Möglichkeit gerade, euch alte Folgen anzugucken. Guckt mal, ich glaube in Folge 3 oder 5. Oder irgendwie sowas. Wo wir noch im Turm drin sind. Da gab es einen Bereich, wo man gegen Bogenschützen kämpft. Und ich glaube, der sieht genau so aus. Das ist jetzt eine sehr schwere Anschuldigung, die ich da mache. Nämlich Copy and Paste. Aber es wirkt so. Ich weiß, in Sachen Raumdesign hat man nicht wirklich viele Optionen. Aber man hätte sich etwas mehr Mühe geben können. Und vor allem zusammenhangslos kopieren. So dass man als Spieler da nicht drauf kommt. Weil ich kam drauf. Nämlich hatten wir da schon mal einen Kampf der Tuata. Hallöchen, primitive Stahlbeinchen. Bestimmt viel besser. Nein. Also, Plunder, Dietrich. Nehmen wir mit. Schutzscherbe nehmen wir mit. Ich muss unbedingt mal Gemmen schleifen. Wir haben so viele Scherben. Aber ich habe keinen Plan davon. Ich nehme hier mal alles mit. Alles auseinander. Alles auseinandernehmen. So, da oben haben wir noch ein verborgenes Objekt. Mal gucken, was da drin ist. Nehmen wir hier die Kappen noch mit. Und wir sind wieder full life. Ich finde, Lebensregeneration ist so OP in diesem Spiel. Fallenstellers Stab. Vergleichen. Ist viel schlechter, leider. Und Schuhe der Weite. Also, ich werde wahrscheinlich gelb und lila. Also gelbe Objekte und lila Objekte werde ich in meiner Truhe verstauen. Weil
Vielleicht kriege ich auch noch irgendwie hin, dass die Truhe größer wird. Ja, danke, dass du dieses Video komplett angeguckt hast. Hier oben rechts findest du den Link zum Special vom letzten Wochenende und oben links den Link zum derzeitig anderen LP, was doch neben diesem läuft. Vielleicht kannst du da ja auch mal vorbeischauen. Es würde mich sehr freuen. Danke.